Ja, hallo zusammen. Heute geht es um ein kleines, aber doch ein bisschen ekliges Krankheitsbild, das wir bei Kindern gar nicht so selten sehen, um die sogenannte Borkenflechte oder auch Grindflechte genannt. Medizinisch heißt das Ganze Impetigo contagiosa. Und das ist so, dass bei den Kindern relativ plötzlich kleine rote Hautstellen kommen, meistens an den Armen, gerne auch mal im Gesicht oder hier am Eingang von der Nase, die dann größer werden, die manchmal Bläschen kriegen, aber in allen Fällen immer platzt die Haut auf, nässt ein bisschen und meistens bildet sich dann auch so ein honiggelber Schorf und das Ganze breitet sich nicht selten auch relativ schnell dann aus. Ursächlich dafür verantwortlich sind Bakterien, Streptokokken oder Staphylokokken. Und für uns Kinderärztinnen und Kinderärzte ist das Ganze eigentlich so eine Art Blickdiagnose. Also man sieht es und sagt, ah, das ist eine Grindflechte. Man kann theoretisch auch einen Abstrich machen, braucht es aber meistens nicht zu tun. Wie behandelt man das Ganze jetzt? Wenn es gut läuft und man das früh erkennt, kann man durchaus versuchen, nur lokal mit desinfizierenden Sprays oder auch mal lokal antibiotischen Cremes zu arbeiten. Gar nicht so selten braucht es dann aber doch ein Antibiotika von innen, um überall an den verschiedenen Stellen die sozusagen entzündeten Hautstellen trocken zu legen. Ganz wichtig ist immer die Frage, wann dürfen die Kinder wieder in den Kindergarten, weil, das ist ganz wichtig, diese Hautstellen sind sehr, sehr ansteckend. Also wenn die Kinder sich da kratzen, dann haben sie Erreger an den Fingern, die sie auf andere Kinder übertragen können oder auch an Spielsachen oder Türklinken können die Erreger dann bleiben und übertragen werden. Die Regel ist, wenn die Kinder systemisch, also mit Saft oder Tabletten mit Antibiotika behandelt werden, dürfen sie nach 48 Stunden wieder in den Kindergarten, wenn das beginnt abzuheilen. Unbehandelt erst dann wieder, wenn alle Stellen schön verheilt sind. Das war jetzt mal das. Achso, und was ich noch sagen wollte, damit man mal eine Idee hat, wie das Ganze so aussieht, haben wir im PDF auch noch ein Bild angehängt. Schaut ein bisschen ekelhaft aus, das habe ich eingangs schon gesagt, aber vielleicht hilft es ja, dass man es im Notfall schneller erkennt. Bis nächste Woche.